Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Täglich grüßt der Hundetrainer. Heute wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Wesenstest auseinandersetzen. Unter einem Video bin ich im Kommentar gefragt worden, wie der wohl aussieht und ob so etwas wie Anspringen tatsächlich dann schon falsch oder schlecht gewertet werden könnte. Los geht's, Wesenstest. So. Ja, der Wesenstest an sich ist natürlich schon mal gar nicht so einfach zu pauschalisieren, denn das wird überall anders gehandhabt. Nicht nur in jedem Bundesland gibt es andere Vorgehensweisen. In manchen Bundesländern ist der Wesenstest sogar gar kein Thema, sondern auch in den einzelnen Kommunen wird das anders gehandhabt. Und innerhalb der Kommune kann es dann noch unterschiedliche Amtsveterinäre geben, die den Test mit euch abnehmen. Und auch da kann dann schon der Unterschied durchaus relativ groß sein. Wichtig ist also jetzt hier zu verstehen, das, was ich jetzt hier sage, kann bei euch einfach völlig anders sein. Ich rede jetzt von meinen Erfahrungen, von den Geschichten, von den Stories, die ich so in der Vergangenheit kennengelernt habe, wo ich ja in der Vorbereitung vielleicht involviert war bei den Hunden oder wo ich das einfach von gewissen Hunden oder Hundehaltern erfahren habe, wie das gelaufen ist. Also, vorab bei dem Wesenstest geht es letztlich nicht darum, um zu gucken, ob euer Hund böse ist, in Anführungsstrichen, so wie das oftmals noch falsch verstanden wird, sondern bei dem Wesenstest geht es darum, euren Hund natürlich im Wesen zu beurteilen, aber hauptsächlich geht es darum, ob ihr in der Lage seid, euren Hund zu führen, ob ihr euren Hund versteht, ob ihr und euer, ich sag mal, potenziell vielleicht schwieriger Hund für die Gesellschaft eine Gefahr darstellt. Es ist durchaus möglich, mit einem Hund, der vielleicht sogar Probleme mit zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Artgenossen hier und da hat, den Wesenstest zu bestehen, wenn die Amtsveterinäre sehen, die Frau oder der Mann, der Hundeführer, weiß, was er tut und geht damit sehr gut um. Und es hat auch ein gewisses Bewusstsein für die Thematik. Es sollte jedem klar sein, dass Rasselisten und solche Geschichten ein großer Streit Punkt sind. Und man kann dazu stehen, wie man will. Ich bin kein Fan von diesen Listen. Das habe ich schon in vielen Videos gesagt, aber sie sind nun mal da. Wir müssen also damit arbeiten. Wir müssen damit leben. Wir müssen das, was wir haben, einfach in Anführungsstrichen so gut wie möglich umsetzen. So. Was beim Wesenstest passiert ist, in den allermeisten Fällen, die ich kennengelernt habe, folgendes. Man hat einen spezifischen Termin, also zuerst bekommt man mal die Aufforderung, seinen Hund vorzustellen, wenn er ein gewisses Alter hat, dann wird der vorgestellt, dann wird vielleicht gesagt, du, der Hund ist unserer Meinung nach, gehört er einer gewissen Rasse an oder der Hund ist schwierig, du hast jetzt so und so lange Zeit, in eine Hundeschule zu gehen, da muss man gewisse Voraussetzungen erfüllen, man muss regelmäßig zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Teilnahme der Hundeschulen nachweisen und so weiter und so fort. Und dann wirst du irgendwann mit deinem Hund zum Wesenstest herangezogen und dann werden wir gucken, ob das so bleiben kann oder nicht. So, das ist jetzt erstmal so der grundlegende Gedanke. Also als Beispiel, wenn ich mich an den Dave erinnere, der Dave war ein Rotti bei uns, der hat im Welpenkurs schon mitgemacht, die haben dann irgendwann natürlich den angemeldet, dann kriegten die Bescheid, dass ein Rottweiler unter § 10 Landeshundegesetz Nordrhein-Westfalen als Hunde bestimmter Rassen gilt, also nicht als gefährlicher oder Listenhund, sondern einfach als zu überprüfender Hund in Anführungsstrichen. Und dann haben die das Schreiben gekriegt, mussten bis dahin nachweisen, dass sie regelmäßig in die Hundeschule gehen. Da habe ich denen dann was geschrieben. Und in der Regel finden dann so zwischen 1,5 bis 2 Jahren der Wesenstest statt. Und da sind die dann auch hingegangen und haben den Wesenstest gemacht. So, was jetzt da überprüft wird, ist völlig unterschiedlich. In den meisten Fällen sind es aber Alltagsdinge. Also das kann sein, dass man sich einfach nur auf einem Parkplatz trifft, da sich unterhält, dann schaut sich vielleicht der Amtsveterinär oder die Amtsveterinärin den Hund an, dann wird es vielleicht eine Runde im Park Gassi gegangen, dann setzt man sich nochmal kurz irgendwo auf die Parkbank vor einen Bäcker und die gucken sich einfach den Hund an. Das könnte ein Ablauf sein. Genauso könnte ein Ablauf aber sein, dass der Amtsveterinär da mit einem Motorradhelm, einer großen Jacke oder einem Cowboyhut steht, dass der irgendwie einen Ball durch die Gegend wirft. All das kann vorkommen. Also man kann den Wesenstest jetzt erstmal nicht pauschal sagen und sagen, okay, das läuft immer so. Aber Fakt ist, es geht um Alltagssituationen. Jede Situation, die euch im Alltag potenziell begegnen kann, in der euer Hund potenziell sich falsch verhalten kann, also unabhängig von der Rasse jetzt, jede dieser Situationen kann theoretisch im Wesenstest vorkommen. Und dann war ja die Frage in dem Kommentar, wird ein Anspringen da schon als aggressiv gewertet oder kann das sein, dass ich deshalb den Wesenstest nicht bestehe? Ja, das ist durchaus möglich. Also unter den Amtsveterinären oder den Mitarbeitern da in den Kommunen gibt es natürlich auch unterschiedlich
gut ausgebildete Mitarbeiter, muss man einfach so sagen. Denn zum Beispiel beim Ordnungsamt, wenn ihr da vorstellig werdet, damit der Hund eingeschätzt wird, das kann einfach jemand sein, der einen extrem hohen Bezug zu Hunden hat, gewisse Fortbildung gemacht hat. Das kann aber auch einfach nur ein normaler Ordnungsamtsmitarbeiter oder Beamter sein. Und die haben dann vielleicht nicht so einen Bezug zu Hunden. Das ist durchaus möglich. Und da kann es schon sein, dass wenn die nur die Größe da feststellen wollen und den messen wollen, der springt und beißt dem Ordnungsamtmitarbeiter in den Schal, dass man gleich eine negative, in Anführungsstrichen, Rückmeldung kriegt und sagt, du, sorry, so geht's nicht. Und das habe ich alles schon erlebt. Das habe ich alles schon gehabt. Muss ich mal ein bisschen gerade machen. So, besser, ne? Also ja, anspringen kann für euch negativ gewertet werden. Das heißt jetzt nicht negativ im Sinne von, der Hund ist aggressiv, aber negativ für den Ausgang des Wesenstests. Ja? Ob die dann jetzt sagen, der Hund ist zwar nett und springt die Leute nur an, weil er die alle lieb hat, aber sie haben keine Chance, das zu handeln, sie verstehen den Hund nicht, sie führen den Hund nicht gut genug, dann kriegst du genauso gut eine negative Bewertung natürlich, wie wenn der Hund gleich versucht, dem Ordnungsamtmitarbeiter in Anführungsstrichen an die Kehle zu gehen. Ne? Wobei das eine natürlich schlimmer ist als das andere. Aber der Ausgang ist letztens der gleiche. Du bestehst einfach diese Überprüfung nicht und hast entsprechend Auflagen, Leinenzwang oder Maulkorbzwang. Also, ich zähle mal so die 3-4 Dinge auf, an denen es relativ schnell schon scheitert und von denen ich ganz, ganz häufig schon entsprechende Rückmeldungen gekriegt habe. Anspringen ist ein Thema. Das ist gleich, also wenn euer Hund, auch wenn der das nett meint, wenn euer Hund schon den Ordnungsamtmitarbeiter auf dem Parkplatz anspringt oder die Amtsveterinärin oder wer auch immer, wer da noch dabei ist, dann habt ihr schon schlechte Karten. Ja, das ist tatsächlich ein K.O.-Kriterium, wenn es scheiße läuft. Ja. Übermäßiges Ziehen an der Leine und nicht auf Kommandos hören ist der zweite Punkt. Daran scheitert es echt bei so vielen Leuten. Der erste Eindruck ist schon so maßgeblich für den Rest der Überprüfung. Wenn ihr euch da auf dem Parkplatz trefft und der Amtsveterinär sagt, jetzt holen Sie mal einen Hund raus und ihr müsst schon kämpfen, dass der im Auto sitzen bleibt, weil ihr sonst nicht den Kofferraum aufmachen könnt, dann springt er aus dem Auto, zieht euch noch 2 Meter über den Weg und bestenfalls fällt euch dann noch die Leine runter, dann könnt ihr an den Wesenstest schon haken im Zweifel. Und das ist auch verständlich. Ja, weil genau das soll halt nachgewiesen werden, dass du deinen Hund führen kannst, dass du deinen Hund verstehst, dass eben das nicht passiert. Der dritte mögliche Punkt ist, ich sag mal, Reaktion auf fremde Menschen. Und da ist es jetzt nicht mal mit einer bösen Sache unbedingt getan, sondern das kann einfach sein, dass euer Hund vielleicht, weil da Kinder mit dem Fußball spielen im Park und ihr da vorbeigeht, dass euer Hund auf diese Kinder reagiert und sagt, ich will diesen Fußball haben. Und wenn ihr das dann nicht lösen könnt, nicht sagen könnt, hör auf mit der Scheiße, setz dich hin, dann habt ihr Arschkarte. Ja, das sind so die 3 Hauptpunkte, die ich immer und immer und immer wieder gehört habe. Egal, ob das jetzt beim Wesenstest direkt ist oder aber bei der phänotypischen Bestimmung im Vorfeld. Ja, also wenn ihr zum Beispiel einen, sagen wir jetzt mal, Staff-Mischling anmeldet, dann kommen die, oder zum Beispiel eine Old English Bulldogge in Nordrhein-Westfalen, dann kommen die irgendwann an und sagen, hey, kommen Sie mal mit dem Hund vorbei im Amt, wir müssen uns den mal angucken, weil wenn der jetzt groß wird, dann läuft der ja bei uns hier anders und dann geht das nicht als Old English Bulldogge durch im Zweifel, sondern dann, ne, dieses ganze Streitthema ist ja ein Riesending bei der Old English Bulldogge. Aber das kann euch auch beim Staff-Mix passieren. Ihr meldet den an als Boxer-Mix, weil ihr ihn so aus dem Tierheim gekriegt habt. Dann sagen die, ja, der sieht uns aber zu komisch aus. Kommen wir zur phänotypischen Bestimmung, also zur Bestimmung der Rasse anhand des phänotypischen Aussehens. Und wenn der sich da scheiße verhält und oder einfach absolut nicht aussieht wie ein Labrador-Mischling, dann hast du schon Arschkarte. Der Wesenstest hat seine Berechtigung. Das muss man einfach so sagen und das muss man einfach nüchtern sehen. Und wer sich auf diesen Wesenstest vernünftig vorbereitet, wer sich die Mühe macht, daraufhin gezielt zu arbeiten, der sollte den in der Regel auch bestehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt. Ihr müsst natürlich selbst erstmal ein gewisses Grundlagenwissen haben, das steht außer Frage. Ne? Also ihr solltet auch theoretisch genug Wissen haben, um im Zweifel auch mal so ein paar Testfragen beantworten zu können, denn auch das kann vorkommen im Wesenstest. Aber ihr solltet vor allem in der Lage sein, euren Hund zu führen. Das ist genau der wichtige Punkt. Den müsst ihr auf jeden Fall erfüllen. Und ob ihr euch jetzt in einer speziell dafür gelisteten Hundeschule anmeldet, also bei einer sachverständigen Hundeschule zum Beispiel oder bei einer Hundeschule, die ausschließlich oder ganz explizit Vorbereitung zum Wesenstest macht. Oder ob ihr einfach zu einer ganz normalen Hundeschule geht wie bei mir und sagt, ich brauche einen Wesenstest irgendwann, könnt ihr mich darauf vorbereiten. Das ist euch überlassen. Keiner kann euch zwingen, da die Vorbereitung zu machen. Die zwingen euch nur in Anführungsstrichen, dass ihr die Vorbereitung macht. Wo ihr das macht, ist egal. Aber es ist dann eure Verantwortung, wenn es nachher nicht läuft. Ihr könnt dann halt nicht sagen, ja, aber ich war beim Dirk in der Hundeschule und der hat mich einfach nicht vernünftig vorbereitet. Dann sagen die, ja, Pech gehabt, hättest ja auch zu einem Sachverständigen gehen können oder so. Sachverständige gibt's halt nicht so viele.
Eine Dame hier bei uns in der Kommune möchte unbedingt, dass ich mich als Sachverständiger eintragen lasse. Und da musste dann so einen Fragenkatalog vorbereiten und so. Ich könnte das alles, aber ich habe einfach die Zeit bisher nie gehabt. Und ich kenne so ein paar sachverständige Hundetrainer hier und die sind da durchaus sehr patent. Die sind aber auch durchaus, die wissen halt, was sie machen, ne, und wo die Reise hingeht. Und die lassen da auch nicht mit sich diskutieren. Wenn die sagen, du machst das so und der Hundebesitzer steht dann, ja, aber ich würde das gerne mit dem Klicker machen, dann kann das auch sein, dass die sagen, sorry, du machst das so oder du kannst dich woanders auf den Wesenstest vorbereiten, weil ich mache hier das, was funktioniert und das, was sinnvoll ist. Ne, als Beispiel jetzt. Ist nur, ja. Also, der Wesenstest ist relativ schnell verkackt, wenn ihr euren Hund nicht unter Kontrolle habt. Jetzt muss man aber auch sagen, dass die allermeisten Amtsveterinäre oder Mitarbeiter in den Kommunen natürlich auch keinem was wollen. Die wollen ja, dass ihr das packt und die geben euch natürlich auch mal eine Chance, wenn man aufgeregt ist oder wenn die sehen, hey, die macht das eigentlich ganz gut, aber der Hund hat einen Scheißtag oder so. Das gibt's alles. Also es sind keine Unmenschen, die euch da überprüfen, aber die haben halt auch nur einen gewissen Spielraum. Ja, wenn euer Hund dreimal da irgendwie jemanden anbellt, könnt ihr noch so oft sagen, du, das macht er, weil der sich freut und den kennt. Irgendwann können die das Auge einfach nicht mehr zukneifen. Ich hoffe, das erklärt so ein bisschen den Wesenstest und zeigt so ein bisschen, ja, worauf es da ankommt. Schaut, dass ihr euren Hund alltagstauglich habt. Der soll an der Leine gehen können, der muss Sitz, Platz, Fuß können. Rückruf und so braucht ihr im Zweifel nicht mal vormachen, wenn die da draußen seid. Kann das sowieso sein, dass sie das nicht überprüfen, aber auch einen Rückruf sollte er können. Ihr solltet dem Sachen wegnehmen können und er sollte nicht jedem Spielzeug hinterherrennen wollen und tralala. Und vor allem darf er, und das ist ganz wichtig, das habe ich ganz vergessen, er darf nicht zu offensiv und zu defensiv sein. Ihr besteht den Wesenstest auch nicht, wenn euer Hund beim ersten Anblick von einem Motorradhelm oder einem Menschen mit einem großen Hut nach hinten rennt und bellt vor Angst und Unsicherheit. Dann besteht ihr den auch nicht, weil das ist genauso, in Anführungsstrichen, gefährlich potenziell, wie wenn er nach vorne rennt. Also das ist ganz wichtig. Ihr müsst euren Hund an Umwelteindrücke gewöhnen, die auf ihn zukommen können. Das Rascheltüten, Klamotten, Menschen mit Behinderung, Rollstühle, Kids auf Rollern, geht am Skatepark vorbei. All das muss er können. All das muss er können, weil ihr wisst nicht, wie der Wesenstest in eurer Kommune aussieht. Aber wenn man sich so ein bisschen informiert, mal so die Hundeschulen abklappert oder vielleicht auch Hundehalter kennt, die da durchgegangen sind, kann man schon fragen, wie sieht's aus, wie läuft der Wesenstest? Und in den meisten Fällen wissen die schon, wie es grob laufen wird. Die erfinden das Rad ja auch nicht jeden Monat neu, sondern die werden schon so ihre 5, 6, 7, 10 verschiedenen Übungen und Szenarien haben, die sie stellen, mit denen sie das überprüfen. Und danach ist jetzt für die auch erstmal abgehakt. So, das soll jetzt reichen zum Thema Wesenstest. Macht euren Hund alltagstauglich, schaut, dass er nicht zu ängstlich und nicht zu offensiv ist. Und dann sollte das kein Problem sein. Ich drücke euch die Daumen, falls ihr für einen Wesenstest ansteht. Und ja, ihr packt das. Geht zu einer guten Hundeschule, die euch darauf vorbereiten soll, die Wert auf gute Erziehung legt, die Wert auf Alltagstauglichkeit legt, die es nicht zu sehr kompliziert macht und auch nicht zu sehr theoretisiert. Und dann solltet ihr keine Probleme haben. Das war's für heute zum Thema Wesenstest. Abonniert den Kanal, abonniert uns auch auf Insta. Ich bin raus. Tschüss.